Hallo zusammen und willkommen zurück zu Might & Magic 10. Der zweite Akt ist inzwischen draußen und ich möchte euch einen kleinen Einblick in dieser Vorabversion geben. Also, heute 20. ist Release von dem Ganzen. Ich hatte aber jetzt schon vor ein paar Tagen die Möglichkeit reinzuschnuppern und möchte euch jetzt genau zeigen, was da alles neu ist. Es gibt die neuen Klassen, die neuen Gebiete. Es gibt wesentlich mehr Gebiete im zweiten Akt als im ersten Akt. Vor allem ist es alles nicht ganz so linear, was im ersten Akt ja schon ein bisschen schade war. Also klar, sie hat noch nicht Zeit, alles zu programmieren, aber man hatte auch nur eine Truppe aus 4 Leuten und das waren genau diese 4 Leute, weil es gab halt pro Rasse nur eine Klasse, die man spielen konnte und jetzt haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Das heißt, ich schneide jetzt ein paar interessante Aspekte des zweiten Akts für euch zusammen. Wenn ihr euch aber nicht spoilern lassen wollt, weil ihr das Spiel entweder selber spielen wollt oder das Let's Play, was gleich im Anschluss kommt von mir, dann solltet ihr das Video am besten jetzt ausmachen. Genau, aber zum Let's Play. Wir können leider nicht die Truppe aus dem ersten Akt einfach so übernehmen. Das ist aus technischen Gründen nicht möglich. Wir können allerdings eine neue Gruppe starten mit diesmal mehr Auswahl. Das macht das Ganze auch gleich wesentlich sympathischer, denke ich. Also klar, wir gewöhnen uns immer an unseren Dirk, den wir im ersten Akt schon hatten. Aber den wird es bestimmt im zweiten Akt auch geben, mit der neuen Version jetzt. Aber bei den anderen können wir ein bisschen mehr aussuchen, was wir denn wirklich spielen wollen. Weil so ein Ork will ich nicht unbedingt immer in der Truppe haben. Da habe ich wahrscheinlich lieber 2 Menschen oder 2 Elfen. Aber das gucken wir halt gleich. Jetzt erstmal einen Blick in Kapitel Nummer 2. Viel Spaß. Und da wären wir auch schon. Willkommen in Akt 2. Wir stehen hier vor der Stadt Seahaven. Das wäre da. Aber hier aus der Richtung kommt man normalerweise. Da hinten ist auch das Schloss, wo wir uns eben gerade noch durchgekämpft haben, unserer alten Truppe. Und da haben wir auch einen Auftrag bekommen. Nämlich den hier. Und der führt uns halt in das Gebiet, was wir jetzt erkunden wollen mit euch zusammen. Die Stadt, wie gesagt, heißt Seahaven. Da kann man sich neu ausrüsten, da kann man jede Menge neue Quests bekommen. Und es ist allgemein auch eine sehr andere Stadt. Also Neu-Sorpigal war ja recht ruhig und alles waren Menschen und so weiter. Da drin hat man eigentlich alles außer Orks. Also man hat Nagas, man hat Zwerge, man hat Elfen und so weiter. Und hier sieht man gerade noch einen Greifen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil im Schloss selber hat man ja auch einen Greifen gesehen. Vielleicht war das ja ein Schnellreisesystem. Aber gucken wir uns erstmal die Stadt an. So, bevor wir jetzt über die Stadt selber erforschen, möchte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar auf der Minimap kann man jetzt selber Markierungen setzen, wie man es aus anderen Spielen auch kennt. Also einfach reinschreiben, bestätigen und schon taucht auf der Minimap so ein blaues Quadrat auf, mit Mouse-Over auch gleich in der Textanzeige. Man muss nicht großartig raufklicken, um zu gucken, was man geschrieben hat, einfach Mouse-Over und gut. Also super zum Markierungen setzen. Vor allem jetzt am Anfang, wo noch nicht alles so super markiert ist und nicht richtig durch die Icons hervorgehoben ist, obwohl da schon einiges gemacht wurde. Also es gibt jetzt auch einen Hammer für Schmieden und so sind Jobs markiert. Ist schon ein wenig übersichtlicher geworden. Aber jetzt die eigentliche Stadt, wie gesagt. Wenn man reinkommt, hat man auf der rechten Seite, schon angedeutet durch die Zwergenstatuen, da einen richtigen Zwergenbereich. Also es gibt ziemlich viele Zwerge hier und auch so kleinen Zwergen-Antiquitätenhändler, wo wir gleich hintappern werden. Und ist schon sehr cool gemacht. Also es ist stimmungsvoll aufgebaut. Genauso haben die anderen Rassen halt auch ihre Bereiche, wo man reingucken kann. Und so ist auch von Hintergrundgeschichte recht viel vorhanden. Die NPCs haben auch recht viel Klatsch, wie das immer so schön heißt, mitbekommen. Das heißt, so kann man sich auch wirklich in die Welt vertiefen, wenn man es denn will. Muss man natürlich nicht. Aber ja, hier ist jetzt dieser Antiquitätenhändler. Der ist schon recht putzig. Mit den ganzen Statuen und Häusern und was weiß ich. Ja, man kann leider noch nichts da kaufen. Trotzdem, ein interessantes Gimmick. Ich denke mal, später wird er bestimmt noch einen Quest verteilen oder so. Weil die Statuen da auf dem Boden waren schon recht andeutend. Aber erstmal Kisten plündern. Genau die Statuen da. Da fehlen nämlich welche. Also denke ich mal, dass es irgendeine Quest geben wird, um genau die Statuen auch später wieder zu holen. Aber das müssen wir dann gucken. Gucken wir erstmal in die anderen Bereiche. Zum Beispiel hier der Naga-Bereich. Die Nagas sind die Kreaturen, so humanoid, ansatzweise, nicht mehr wirklich. Aber ja, die hatten wir schon bekämpft beim Leuchtturm. Aber das waren nicht die Standard-Nagas. Also die normalen Nagas sind friedfertige Wesen, naja, so friedfertig wie Orks und Menschen halt, die sich hier niedergelassen haben. Und die, die wir bekämpft haben, war halt nur eine aggressive Splittergruppe. Es gibt auch etwas ruhigere Ecken in Seahaven, wie zum Beispiel hier. Das sieht recht waldig aus. Ich denke, die Elfen werden auch nicht allzu fern sein. Aber jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, was es mit den Händlern auf sich hat. Denn die Händler haben jede Menge neues Zeug bekommen. Also vor allem auch Ausrüstung. Das war vorher echt so ein Haken. Man hatte tierisch viel Gold und man konnte damit nichts anfangen. Und wenn man jetzt mal auf so einen Händler guckt, sieht man da Sachen, die mehrere tausend Goldmünzen kosten. Da hat man auch wirklich den Ansporn, loszugehen und Dungeons zu plündern und was weiß ich. Der war vorher halt nicht so wirklich da.
Ein anderer wichtiger Aspekt neben der ganzen neuen Ausrüstung, die man kaufen kann, sind die Heil- und Mana-Tränke. Die werden nämlich aufgestockt. Das heißt, wenn man wirklich in der Bedouille ist und man hat keine mehr, dann muss man nur ein paar Tage warten, sich ein bisschen in der Wildnis rumtreiben oder die Stadt erforschen oder was auch immer. Und dann kriegen sie neue Tränke gestellt. Und so kommt man halt wieder zurecht. Problem ist halt nur, die kosten auch was. Also muss man da ein bisschen abwägen. Aber das hat man jetzt wenigstens die Möglichkeit, die es vorher gar nicht gab. Das ist schon mal eine gute Sache. Wobei mir die Ausrüstung wesentlich wichtiger ist. Ich will lieber tolle Sachen kaufen können. Was auch noch eingeführt ist, ist ähnlich wie bei den Büchern hier die Altäre, die wir aus dem ersten Akt noch schon kannten. Nur kann man die Altäre jetzt auch wirklich benutzen. Das heißt, man klickt drauf und wird geheilt oder kriegt Buffs und dergleichen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Und der Tag-Nacht-Wechsel, der eben gerade passiert ist, ist jetzt auch wesentlich seltener. Also vorher konnte man ja keine 10 Schritte machen, ohne dass der Tag gewechselt ist. Jetzt ist das Ganze ein bisschen natürlicher und sieht dadurch auch hübscher aus. Weil vorher war es immer noch so ein Hin- und Her-Geflasche von hell und dunkel, hell und dunkel, hell und dunkel. Das musste nicht unbedingt sein. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das gefixt worden. Und die Weltkarte hat jede Menge neue Punkte bekommen, die nach und nach freigeschaltet werden. Das sah am Anfang auch ein wenig mau aus. Am Anfang war ja nur ein neues Sorpegal da und die eine Burg. Jetzt haben wir schon wesentlich mehr, wo wir uns auch schon drauf freuen können. Heißt, man kann sich überlegen, oh, was ist denn da, wie komme ich denn da am besten hin? Das ist auch schon mal eine schöne Sache. Zusammen mit der Minimap, wo man jetzt auch selber Notizen einfügen kann, ist man da auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. So, da wären wir im ersten Dungeon. Die verschollene Stadt oder auch Lost City. Das ganze Thema dieses Dungeons ist halt unterirdisch und Untote. Also man sieht da, vorne ist ein Skelett, ein Speerwerfer. Dahinter schon eine Banshee, die wir ja doch recht gut kennengelernt haben gegen Ende des ersten Aktes. Obwohl sie damals da eigentlich gar nicht hingehörten. Die gehören hierhin und in ein, zwei andere Dungeons. Aber die gehörten nicht in Akt 1 da draußen hin. Das wurde einfach nur damals gemacht, damit man schon mal angucken kann, was das für Gegner sind, wie die aussehen und so weiter. Aber ja, da im Nebel versteckt sich noch ein Skelett. Und hier haben wir den neuen Monstertyp Nummer 2. Also die Banshee kennen wir ja schon, Skelett ist neu und der Ghoul ist neu mit seinen 3 Klauen hier an jeder Hand. Genau, wir müssen was töten. Töten, den lass mich bitte nach links drehen. Genau. Und bringen wir doch einfach mal einen von denen um. Wir haben hier einen Runenpriester, einen Druiden, eine Jägerin und einen Söldner. Und der Runenpriester darf gleich mal seine Klassenfähigkeit ausprobieren. Die ist nämlich neu für uns. Und macht allen auf diesem Feld und rings um die Rune 97 Feuerschaden. Und Feuerschaden ist bestimmt eine gute Sache gegen Untote. Wusch. Ich glaube, ich habe daneben geworfen. Mist. Na gut. Schießen, schießen. Zaubern. Aha, da hinten kommt der nächste und kriegt der wenigstens Feuerschaden. Gucken wir gleich mal. Du verbrennst den hier einfach. Du haust Eis. Nö, ich glaube, ich habe den Runenspruch vollkommen vermurkst. Weg mit dir. Bisher uns Eintrag hinzugefügt. Ja, sehr schön. 4. Komm her. So, bye bye Ghoul. Gleich ein bisschen aufpushen. So. Ich würde euch nämlich noch ganz gerne die Skelette zeigen. Genau du. Mal gucken, ob wir es jetzt besser hinbekommen. Du Feuerrune. Bisher keiner Schaden. Warten wir ab. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Jo, jetzt hat es funktioniert. Alle umliegenden Kreaturen haben Schaden bekommen, was allerdings auch uns betrifft. Ja, das war jetzt nicht so klug, aber definitiv eine mächtige Fähigkeit. Du hast auch noch eine unwirksam stürmisch. Nein, du hattest keine Klassenfähigkeit in dem Sinne. Zaubern. Der Druide hätte eine namens Harmonie. Da greift keine Kreatur uns an, außer sie steht direkt vor uns. So wie die 3 Jungs das hier machen. Aber wenn jetzt mal hier hinten noch eine stehen würde, die auch geaggrot ist, würde sie dank der Harmonie nicht mehr angreifen. Aber ja, zu spät.
Und wir werden jetzt verprügelt von unserer eigenen Feuerrune. Das hier ist übrigens, glaube ich, auch neu. Also, dass die Porträts jetzt diese verprügelte Ansicht haben, wenn sie K.O. sind. Nicht, wenn sie tot sind. Tod hat nochmal ein anderes Bild. Also es werden schön immer neue Porträts eingefügt für verschiedene Zustandsveränderungen. Das macht das Ganze gleich wesentlich authentischer. Also man kann dann mehr mit den Charakteren mitfiebern. Was jetzt noch richtig, richtig, richtig schön wäre, was da wahrscheinlich nicht kommen wird, wäre, wenn die noch zwischendurch so zwinkern oder den Mund verziehen oder sowas, wie es halt in Teil 6 und 7 gab. Aber ja, ich denke, das reicht erstmal als kleinen Einblick für diesen Dungeon aus. Ihr müsst jetzt ja nicht zugucken, wie unsere letzten beiden Helden auch noch sterben. Und wir springen einfach in den nächsten Dungeon. So, der nächste Dungeon wäre Suttgard. Und wie man sehen kann, ist das gleich ein ganz anderes Feeling. Also es ist noch düsterer als der Untoten-Dungeon, aber es ist wesentlich wärmer, weil überall Fackeln rumstehen und auch das Design, die Säulen hier, alles mit Schwarz und Gold und da hinten sieht man Lava brodeln und so weiter. Das ist nämlich ein Zwergendungeon. Und unser Gunnar regt sich darüber auf, dass es hier muffelig riecht. Das ist deine Heimat im Geiste. Da darfst du dich drüber aufregen. Da musst du hochgucken und die Säulen bewundern und die abgehenden Minen und was weiß ich. Da sollst du dich drüber aufregen, dass die Luft feucht riecht. Das ist kein Trick. Das merken wir jetzt schon. Aber ja, auch hier neue Gegner. Es ist keine Stadt, die man einfach so betritt und irgendwelche Händler besucht. Es ist primär ein Dungeon. Also hier größtenteils in äußeren Gebieten. Da hinten sieht man so ein fliegendes Auge, ähnlich wie ein Beholder. Und da vorne im Schatten noch irgend so ein kleines Ding. Aber wir versuchen jetzt ein bisschen Licht zu machen. Du zauber mal bitte. Nimm. Du hast gar kein Licht. Okay, denn unser Nichterik. Oh, mal Fackelschein. Und sie fühlt sich stark, weil das Fackellicht da ist. Orks sind komisch. Aber gut, jetzt können wir die Gegner jetzt ein bisschen genauer angucken. Ist da noch ein Auge? Nee, da ist noch was anderes. Da ist ein Elementar. Oh, okay. Gut, komm mal näher her gleich. Ein Dunkelelementar ist das. Ja, das passt absolut. Man kann nämlich fast gar nichts davon sehen. Du Eisstrahl. So, da ist das Dunkelelementar. Ein Schattenpirscher. Und da vorne haben wir noch so ein kleines Wuselding. Also schon mal drei neue Gegnertypen hier in dem Dungeon. Und es soll hier ebenfalls eine Aufstiegsquest geben für bestimmte Klassen. Also höchstwahrscheinlich Zwergenklassen. Aber da wollen wir uns nicht allzu sehr spoilern lassen. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gelungen soweit. Vor allem das ganze Zwergenthema mag ich ja tierisch. Und das haben sie ganz gut übersetzt. So mit den richtig hohen Säulen und Verzierungen und so weiter. Und dann die Zwerge, die zu tief gegraben haben und wieder irgendwas Böses erweckt. Nämlich namentlich die Viecher hier. Also ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. Und ich freue mich schon drauf, das Ganze im Let's Play wirklich genau anzugucken. Aber jetzt, wir verschwenden keine Zeit, die Viecher hier zu töten. Töten kennen wir ja schon. Wir springen gleich in den nächsten Dungeon rein, der nämlich sehr interessant ist. Und zwar soll es primär ein Rätseldungeon sein. Und zwar ein Rätseldungeon von Falagar, falls euch der Name noch was sagt. Das war im siebten... War es im siebten? Nee, es war im sechsten Teil. Im sechsten Teil, ganz am Anfang im Intro, springen die Helden, warum auch immer, in einen Brunnen rein, fallen ganz tief runter, klettern in denselben Brunnen wieder raus, kommen aber nicht da raus, wo sie reingesprungen sind. Das ist meine Magic-Logik. Und dann steht ein alter, bärtiger Mann vor ihm und alle schreien Falagar, als wenn man ihn kennen sollen müsste. Ja, und dieser alte, bärtige Mann hat diesen Dungeon hier gebaut und für uns als Herausforderung zurückgelassen. Es ist halt alles schon ziemlich runtergekommen und verwahrlost, aber die Rätsel werden es bestimmt noch in sich haben. Da vorne sehe ich nämlich eine Schatztruhe und an die sollen wir ran. Und hier sind ominöse Druckplatten. Mhm. Gucken wir mal. Rauftreten, fangen sie an zu leuchten. Ich bin hier schon mal durchgelaufen und so wie ich das verstanden habe, muss man alle Druckplatten aktivieren, um die Kiste ranzukommen. Problem ist halt nur, dass es ziemlich verschnörkelt ist. Also muss man taktisch richtig laufen, um alle zu aktivieren. Denn wenn man nochmal über die rüberläuft, werden sie deaktiviert. Also darf man keine Platte zweimal berühren.
Das erinnert dann wohl so ein wenig an, ich mal das Haus von Nikolaus. Und ich habe es bisher noch nicht wirklich geschafft. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Neuerung, dass man nicht durchgehend nur am Töten ist, sondern auch mal zwischendurch sein Köpfchen anstrecken muss. Oder einfach nur sehr lange im Kreis laufen, bis man die richtige Kombination gefunden hat. Und davon kann es ruhig noch mehr geben, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ich bin schon ganz schön gut auf dem Weg hier. Boah, was ist groß. Es ist viel zu groß. Aber es ist auch schön, dass sie sich die Mühe gemacht haben, also das Ganze wirklich auch einigermaßen komplex zu machen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche halbherzigen Rätsel. Aber wenn man jetzt mal auf die Karte guckt, das ist hier ja schon, ne? Ordentlich. Aber springen wir gleich mal zum nächsten Rätsel weiter. So, das zweite Rätsel, was ich hier gefunden habe, ist ein Teleporter-Rätsel. Da ist eine Fackel aus. Das ist gerade wesentlich verstörend als das Teleporter-Rätsel, sorry. Bei den meisten Spielen ist es ja immer so, man kommt in den Dungeon rein, der seit Jahrhunderten nicht betreten wurde. Und dann sind alle Fackeln angezündet und brennen fleißig vor sich her. Als wenn gerade ein Kammerdiener durchgelaufen wäre. Und hier ist jetzt eine erloschene Fackel. Das ist sehr, sehr komisch. Könnte aber ein Hinweis zum Rätsel sein. Aber wie ich das Rätsel wahrscheinlich lösen würde, wäre einfach das neue Minimap-System. Und zwar können wir jetzt eine Markierung setzen. Das heißt, ich mache eine Markierung namens 1A. Annehmen. Schöner alter My The Magic Sound, das ist schon mal sehr gut. Und schreibe jetzt hier hin 1B. Annehmen. Und jetzt weiß ich 1A Eingang, 1B Ausgang. Und weiß jetzt, wo welche Teleporter hinführt. Und kann so nach und nach alle Teleporter markieren. Du wärst jetzt Apfel 2A. 2B. Oh, falsche Umgebungskarte. Jetzt habe ich vergessen, das da aufzuschreiben. Also du bist jetzt 3A gewesen. Das heißt, du bist auch gleichzeitig 3B. Also 1... Und 3 führt zum selben Teleporter. Ja, also Notizen auf Karten setzen finde ich einfach nur genial. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Weil normalerweise hat man halt sein DIN A4-Zettel und sein College-Block daneben liegen und macht dann kleine Handnotizen. Aber so kann man es halt im Spiel machen. Das ist auch schon mal ganz praktisch. Warte mal. Da waren wir schon drin. Nur noch mal einen Teleporter noch. Umgebungskarte. Du wärst jetzt 4A, ne? Umgebung 4. Nicht V. B. Noch ein neuer Raum. Also ja. Ah, die Fackel ist wieder aus. Wart mal. Linke Fackel ist aus. Es ist immer die Fackel hier vorne, die aus ist. Sehr komisch. Aber na gut. Also mit Hilfe von den Wegmarkierungen hier auf der Karte wird man das Rätsel auf jeden Fall lösen können. Oder man macht sich halt richtig oldschool-mäßig so eine alte Verbindungskarte. Das heißt, man kritzelt sich die Felder auf dem DIN A4-Blatt und macht dann halt Verbindungslinien. Das heißt, der Punkt hat eine Linie hierhin und der Punkt eine Linie dahin und so weiter, bis man dann irgendwann auf die Lösung kommt. Das erinnert so ein bisschen an die Grabkammern von Might and Magic 7. Da war das ja ähnlich. Da musste man auch tierisch viele Zeichnungen anlegen. Das war absolut konfus. Ja. Der Dungeon hier gefällt mir auf jeden Fall schon mal super. Ich weiß nicht, was zwischen den zwei Rätseln liegt und was noch so an Rätseln kommt, aber ich freue mich auf jeden Fall, das später mit euch selber anzugehen. Und jetzt springen wir zur Charaktergenerierung, denn wir können ja schon mal unsere Truppe vorbereiten für das eigentliche Let's Play. Und dafür starten wir ein neues Spiel. Und zwar wieder als Abenteurer. Das war eigentlich schon schwierig genug. Was mich recht irritiert hat, normalerweise, wenn man ein Spiel auf normal spielt heutzutage, ist es viel zu einfach. Aber hier sind wir sogar mehrfach gestorben. Und das will schon was heißen. Das heißt, Kriegermodus heißt hier wirklich Kriegermodus. Da muss man viel taktischer vorgehen. Für ein Let's Play halt nicht so gut geeignet, aber wenn man das privat spielt, ist es bestimmt eine super Sache. Dass man auch öfters mal grinden muss und dass man sein Gold auch vermehrt für Heiltränke oder dergleichen ausgeben muss, das wäre bestimmt eine schöne Herausforderung. Aber wie gesagt, nicht fürs Let's Play. Wir spielen Abenteuermodus und hätten gerne eine manuell erstellte Truppe. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Klassen, die für diejenigen neu sind, die nur mein Let's Play geguckt haben. Denn da ist ein bisschen was dazugekommen. Und zwar fortsetzen. Wir hatten bei den Menschen vorher nur den Freimagier.
Der Freimagier hatte die Klassenfähigkeit Zeitstillstand. Außerhalb eines rings um euch erschaffener Kreis friert die Zeit um 2 Runden lang ein. Oder bis ihr den Kreis verlasst. Ist also ein schicker Crowd-Control-Zauber. Jetzt gibt es allerdings die neue Klasse Söldner. Und die ist für mich sehr interessant, denn ich kann jetzt endlich wieder mein Gerugon spielen. Weil ich mag Orks echt nicht. Und Terik ist auf jeden Fall dabei und wir brauchen einen zweiten Krieger. Und da ist Gerugon immer recht naheliegend. Der Söldner hat die Fähigkeit Perfekter Streich. Wenn das Windschwert einen Nahkampfangriff gegen einen Gegner mit voller Lebenskraft führt, kann dieser den ersten Versuch nicht abwehren und ihm nicht ausweichen. Dieser erste Versuch ist immer ein kritischer Treffer. Das klingt schon mal sehr praktisch. Problem ist nur, dass ich hier gerade gelesen habe, das Windschwert. Und Windschwert ist die Aufstiegsklasse. Also der Söldner kann das wohl noch nicht, sondern er ist die Aufstiegsklasse. Aber trotzdem sehr praktisch, weil die meisten Kämpfe sind die ja, wenn man volle Lebenspunkte hat. Also nach einem anstrengenden Kampf geht man ja nicht sofort los und tötet den nächsten Gegner, sondern meistens schläft man erstmal einen halben Tag. Also das heißt, den könnten wir eigentlich schon mal generieren. Fortsetzen. Welchen nehmen wir denn von beiden? Blond, hm? Name Gerugon. Heroisch. Nein, nicht Logan. Gerugon. Enter. Fortsetzen. Er kann umgehen mit 2 Waffen, mit einem 2 Hände. Er kann alle Rüstungen tragen. Er könnte auch ein Schild benutzen. Aber er ist eher der aggressivere Krieger jetzt. Terik wird unser Defensiver. Das heißt, er kriegt entweder 2 Hände oder 2 Einhänder. Das weiß ich noch nicht ganz. Wir haben allerdings, weil es ein Mensch ist, 8 Punkte zum Verteilen. Das heißt, er kann fast alles nehmen. Geben wir ihm mal Ausweichen, Ausdauer, schwere Rüstung, leichte Rüstung. Kriegsführung, damit er spotten kann im Notfall. Schwerter hat er schon. Armbrust dazu. Noch 3 Punkte. Ja komm, geben wir ihm beidhändig. Ne, ich habe lieber 2 Waffen. Wenn wir dann 2 magische Waffen finden, die sich ergänzen, ist das richtig schick. Also, beidhändig. Axt bekommt auf jeden Fall Terik. Das heißt, er kann ruhig nochmal Keulen benutzen. Und er hat noch einen Punkt über, den kriegt er in Luftmagie. Da hat er den Startzauber Lufthauch. Damit kann er den Gegner ein Feld zurückschubsen. Das ist irre praktisch für Crowd Control. Fortsetzen. Und alles auf Macht. Nächster Charakter. So, da würde jetzt normalerweise Terik kommen. Das heißt, wir springen mal zu den Zwergen und ich zeige euch 2 neue Klassen hier für uns. Also einmal der Speer, der kam schon vor einer ganzen Weile raus, in dem letzten Content-Patch zu dem Spiel. Und den Runenpriester, der kommt jetzt erst zu Akt 2, also am 20. Der Speer hat die Aufstiegsklasse Pfadfinder und hat damit eine größere Reichweite. Die Reichweite der Armbrust des Pfadfinders ist um 2 größer. Da weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil normalerweise kann man Gegner ja eh erst ab 3 Felder aggroen und dann schießen. Heißt das, er hat hiermit eine höhere Aggro-Reichweite und kann sie schon von 5 Feldern aus angreifen? Das wäre sehr praktisch. Die zweite Fähigkeit ist wieder eine Crowd-Control-Geschichte. Das heißt, er kann einen Gegner bewegungsunfähig machen für eine Runde. Also ihm einen Zug klauen. Recht viele Klassen haben das jetzt bekommen, das heißt, man kann ganz schön viel damit rumbalancieren, wann welcher angreift, wann wer ausgetrickst wird und so weiter. Das macht das Spiel wesentlich taktischer, finde ich. Und so ein Taka-Taka-Terik klingt auch recht schlick, recht schick. Aber, ich weiß ja nicht. Terik sollte eigentlich sowas sein, mit Schild und, ne, seiner Orknase, seiner magischen. Und einen Flammenwerfer schon mal gar nicht. Trotzdem würde ich die Klasse vorstellen. Das wäre der Runenpriester. Und der hat die Fähigkeit, die man auch vorhin schon kurz in dem Untoten-Dungeon sehen konnte, nämlich die sengende Rune, die auf ein Feld Schaden macht und dann auf alle umliegenden. Aber wir könnten eine Terigine mitnehmen. Das wäre eine Idee. Also wir machen jetzt erstmal unseren Terik. Nicht Alva. Terik. Der bekommt Axt, er hat nur 2 Fähigkeitspunkte, das ist nicht so viel. Bekommt schwere Rüstung und Kriegsführung zum Spotten. Fortsetzen. Kriegt Vitalität, Wahrnehmung und Rest Macht. So, jetzt haben wir noch 2 Felder. Also ich hätte auf jeden Fall gerne Talana bei. Talana ist nämlich einfach cool. Aber wir haben dann noch einen Zauberer übrig.
Und da könnte man theoretisch eine Tirigine nehmen. Nämlich eine Runenpriesterin. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal Talana. Dann können wir nicht bei den Menschen da. Du bist zynisch. Du heißt nicht Anna. Du bist Talana. Fortsetzen. Als Mensch wieder ganz viele Fähigkeitspunkte. Also lern alles außer Feuer. Feuer könnte nämlich unsere Tirigine. Wobei eine Elfe in der Truppe ist auch nicht schlecht. Man sollte eigentlich die meisten Rassen so ein bisschen wenigstens dabei haben. Außer Orks, weil die hässlich sind. Falls wir mal auf NPCs treffen, die da spezielle Vorlieben haben. Also die nur mit Elfen reden würden oder so. Und wenn wir einen Elf in der Gruppe hätten, müsste sie Feuer nehmen und dafür dann halt kein Wasser und Erde. Weil Wasser und Erde hätten die Elfendruiden. Ja komm, nehmen wir lieber Yallen rein als eine Tirigine, die es vorher noch gar nicht gab. Also, alle Zauber außer Erdmagie und Wasser, das nimmt die Druidin dann. Und vielleicht noch Licht weg. Das heißt, Talana hat Schatten, die Druidin hat Licht, das passt dann soweit. Das und das. Und das und das. Und eine Armbrust. So, alle Punkte verbraucht. Und warum heißt du Anna? Du bist Talana, verdammt nochmal. Fortsetzen. So, also das, 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 das und das. Talana? Gut, weiter. Du bekommst etwas Vitalität, weil wir in Akt 1 gelernt haben, dass sie doch recht schnell umkippen sonst. Mehr Mana... Eine Magie. Warum können wir es denn zurückmachen? Haben wir einen Punkt verpasst? Klasse Freimagier. Enter. Da habe ich, glaube ich, einen Bug gefunden. Meh. Oh nee. Oder wir klicken einfach weg. Fortsetzen. Magie, Vitalität, 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 Geist. Ah, jetzt ist das Häkchen da. Sehr gut. Muss ich irgendwas übersehen haben. So, jetzt wäre denn die nächste Klasse, die fehlende Klasse, noch die Druiden. Aber ich zeige euch vorher nochmal die Orks. Wie gesagt, ich mag die Orks als Rasse nicht so wirklich. Ich hau die lieber tot. Aber es gab hier jetzt auch für uns zwei neue Klassen. Also einmal die Jägerin mit der Aufstiegsklasse Marodeur mit der Fähigkeit Lähmende Falle. Die ist so ähnlich wie die Feuerrune von dem Feuerpriester, macht aber nur einmalig mehr Schaden und der Gegner verliert eine Chance auf einen Nahkampf oder einen Schussversuch. Was auch recht praktisch ist. Also Schaden und leichte Crowd-Control. Und als andere Klasse noch der Schamane. Der hat als fortgeschrittene Klasse den Blutrufer mit der Fähigkeit Blutmagie. Der Blutrufer regeneriert 1% Mana für jeweils 2% durch gegnerische Angriffe verlorene Lebenspunkte. Da kann man bestimmt eine interessante Klasse mit draus basteln. Also irgendjemanden, der keine Rüstung trägt, viel auf die Nase bekommt, dadurch aber mehr Mana bekommt und den Gegner dann einen überbrezeln kann. Aber wie gesagt, für mich Ork. Ah. Muss nicht sein. Zurück. Wir nehmen lieber bei den Elfen den Druiden. Die hat die Fähigkeit Harmonie. Ihr stellt alle Feinde in Sichtweite ruhig. Nur Feinde rund um die Gruppe können euch angreifen. Wirkt eine Runde lang. Das heißt, man sucht sich einen Gegner raus, geht mit dem Nahkampf, spricht den Zauber und alle anderen, die auf dem Weg zu einem waren, machen erstmal nichts. So kann man in Ruhe den einen umbringen und dann weitermachen. So, du hast graue Haare. Du bist Yallen. Und du bist ein bisschen zynisch geworden mit der Zeit. Ist das okay? Warum heißt du Amanda? Habe ich mir wieder vergessen, Enter zu drücken. Sieht fast so aus, oder? Ja, Yallen. So, Yallen hat standardmäßig Wasser, Erde, kriegt dazu jetzt noch Licht. Den Rest deckt Talana ja ab. Ein Punkt hast du noch übrig, das ist nicht viel. Dann nimm doch bitte den Bogen. Und später musst du die ganzen Sachen ja auch noch lernen. Fortsetzen. Vitalität erhöhen, genau wie bei Talana auch. Geist, Magie, Vitalität. Bestätigen. So, das ist falsch. Bearbeiten. Du heißt nicht Alva.
Du heißt Tirik, verdammt. Bestätigen. Gerugon, Tirik, Yallin und Talana. Das wäre also unsere neue Truppe. Aber jetzt nicht auf in den Kampf. Wir wollen erst in der nächsten Folge damit anfangen. Jetzt möchte ich erstmal dieses kleine Vorschauvideo auf Akt 2 abschließen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und ihr konntet schon mal ein wenig reinschnuppern. Heute am 20. geht es mit dem richtigen Spiel los. Und könnt ihr dann auch selber spielen und ich kann dann jetzt anfangen mit dem eigentlichen Let's Play. Also Akt 2, die neuen Dungeons sehen interessant aus, wobei für mich primär der Rätsel-Dungeon interessant ist. Die neuen Klassen sind vielversprechend. Es wurde auch viel an Bugfix gearbeitet. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr diesen richtig schnellen Tag- und Nachtwechsel. Es kommt zu weniger Abstürzen. Sie sind also sehr gut auf dem Weg, ein abgerundetes Spiel zu machen, das wir dann im Februar, müsste das sein, auch wirklich genießen können. Also komplett durchspielbar und nicht so häppchenweise wie bisher. Aber gut, ich bin schon wieder zu viel am Schwafeln. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn das eigentliche Let's Play anfängt oder bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.